Kapitel. Greife auf die Story-Grafik zu. Check. Ja, das war doch ein neues Zuhause. Falsch, das haben wir schon zu 100%. Wir müssen eine stürmische Nacht weitermachen. Ich habe irgendwie Bock, was zu knabbern. Hier die komischen Fußbälle, die ich noch rumliegen habe. Da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. So. Werden wir ein Abweichler. Also es ist schon krass, was hier alles gemacht werden kann. Ich frage mich halt, wie viele wirklich von sich aus einfach unten stehen bleiben würden. Von vornherein. Also ich habe ja immer den Drang, ich wäre immer direkt nach oben gegangen, hätte geguckt, wie ich Alice beschützen kann. Fertig. So, wir müssen nochmal zur Vordertür, aber dann die Tür nicht öffnen. Oh, du kommst mit mir. Daddy ist sehr wütend, Alice. Sehr wütend. Verdammtes Gehör. Alles ihre Schuld. Es ist alles ihre scheiß Schuld. Alice, du kommst jetzt sofort her. So, wir müssen wieder zur Vordertür. Es hat so Shining-Vibes, ne? Nicht öffnen. Eigentlich, warte, jetzt ist es doch eigentlich egal, ne? Warte mal, der hintere Bereich ist jetzt ja egal. Wir sind jetzt hier im Korridor verstecken, haben wir gemacht. Tür nicht, ba 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 ba. Ja, jetzt ist es wurscht. Hier hinten haben wir schon alles. Jo. Wir müssten jetzt eigentlich noch einmal dann Vordertür öffnen und zum Bus rennen, aber den Bus nicht erwischen. Das ist das Letzte, was wir noch machen müssen. Dann mache ich jetzt einfach mal wieder nichts, ne? Einfach nichts tun. Dieses arme Kind. Ey, es tut mir so leid. Stoßen.
Ach, hier unten kann ich ihn auch verletzen? Total lieb. So. Jetzt noch einmal raus aus der vorderen Tür. Das arme Kind stirbt heute schon zum 200. Mal. Wir aber auch. Okay, jetzt noch einmal zur Vordertür. Bus. Also hinrennen, aber nicht erwischen. Jo. Es ist irgendwie belastend. Am Anfang ist es noch so, oh, es tut mir so weh. Es tut mir in der Seele weh. Mittlerweile ist es so, ja, ne? Das ist wie in Horrorspielen, wenn du an einer Stelle so einen Jumpscare hast und du dann aber stirbst und dann 3 oder 4 oder 5 Mal denselben Jumpscare hast. Irgendwann verliert er halt einfach an Horror. Das ist einfach so. Boah, ich bin ja mal auf morgen auf angespielt wieder gespannt. Ich habe da einige Spiele. Ich muss mal gucken, welches ich morgen mache. Aber ich werde mal hier diese ganzen Spiele, die es so über Twitch Prime gibt oder über Prime Gaming, die sich so über die letzten Jahre bei mir angesammelt haben. Da werde ich mal gucken, was uns da so über den Weg läuft. Ich glaube, das ist sehr viel Trash. Es ist sehr viel Trash. Aber Trash kann sehr lustig sein. Haben wir ja schon häufiger mal festgestellt. Code on Duty, mehr sage ich nicht. So ein dämliches Spiel. Du bleibst da. Hör dich ja nicht vom Bestimmt nicht. Oder selbst was wie letztes Mal. Es ist der Virus. Nee, Alice kann einem heute richtig leid tun. So, nochmal nach oben und wieder verstecken. Nach vorne, Tür öffnen und Bus nicht kriegen. Boah, das wird nachher bei den sehr komplexen Kapiteln echt noch schlimm. Du kommst mit mir. Daddy ist sehr wütend, Alice. Sehr wütend. Verdammtes Gehör. Alles ihre Schuld. Es ist alles ihre Scheißschuld.
Dim. So, einmal die Tür öffnen, bitte. So, und wir machen jetzt wieder nichts. Und weg ist der Bus. Daddy ist nicht mehr böse auf dich. Daddy hat dich lieb. Daddy hat dich doch lieb. Ich denke auch. Immer noch. Vater des Jahres. Einfach Vater des Jahres. So, als nächstes, weil hier hinten, sehen wir, ist alles fertig. Wir können jetzt Alice Fortot erreichen. Wir können jetzt mal... Ich suche mir mal die Geschichte... Warte, hier oben ist ja auch alles. Genau, es ist nur noch das, wir müssen vor ihm oben sein und dann irgendwas machen. Ich glaube, wir sind das... Rausgehen? Ha. Ja, komm. Wir machen erstmal, außer weglaufen, das haben wir jetzt fertig, machen wir jetzt erstmal alles andere. Außer weglaufen. Greif auf die Story-Grafik zu. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal.
So. Oh nein, er kommt! Er will alles außer weglaufen. Lauf! Lauf weg! Oder er macht dich kaputt wie letztes Mal! Raum abschließen. So, aber nicht durchs Fenster abhauen. Mir muss was einfallen. Warte. Wir sind jetzt an dieser Stelle hier. Tür abschließen. Wir haben das Fenster das letzte Mal geöffnet. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, gar nichts zu tun oder uns was zum Verteidigen suchen. Nehme ich die Lampe, die kein Kabel hat. Was zur Hölle machst du hier? Geh mir aus dem Weg! Nein. Sie dürfen mir nichts tun. Ich darf hier nichts tun. Was zur Hölle redest du da? Du bist doch nur ein Klumpen Plastik. Du scheinst ein Problem zu haben. Jesus, immer noch bei Alice? Ja. Wir sind aber schon echt weit. Es ist nicht mehr viel, was wir noch freispielen müssen. Aber ja, immer noch. Sekunde, muss ich das jetzt gewinnen oder ist das egal? Also, hier hinten den ganzen Teil haben wir jetzt schon fertig. Wir sind jetzt gerade... Ja, okay, eigentlich ist es wurscht. So, wir können die Lampe nehmen. Wir können auch einfach nichts tun. Wir können nochmal das Fenster öffnen und dann rausgehen. Aber beide raus. Eieieiei. Ich mach mal wieder nichts. Ja, Alice ist scheinbar noch nicht oft genug gestorben, um das Spiel zufriedenzustellen. Oh, das ist mega unfair. Besonders alle machen sich Gedanken um Alice, aber nicht um Kara. Hat schon ein bisschen was vom Popcorn-Kino. Du gehörst mir. Du tust, was ich sage. Alice, Kleine. Alice. Schau. Daddy ist verletzt. Okay, dann ist dem Spiel Kara noch nicht oft genug gestorben. Komm, hilf Daddy. Ihr Schlampen. Kommt her. Komm sofort zurück. Ihr gehört mir. Ihr gehört beide mir. Ich einfach hier sitze, Cheetos esse und zugucke, wie er Alice jedes Mal und Kara jedes Mal tötet, ne? Mega spannend. Nach dem 30. Mal. Lecker. Bin da kein Deut besser. So. Bam.
Kira ist tot. Das heißt, wir gehen wieder zurück ins Hauptmenü. Bam, bestätigen. Ich glaube, wenn man Kara tot lässt, dann ist das Spiel um einiges kürzer, weil man halt die ganzen Kara-Sachen nicht mehr spielt. Greife auf die Story-Grafik zu. So.